Arturo Vidal schnürt seit 2015 Schuhe für den Fußball-Bundesligisten FC Bayern München und gewann in seiner Zeit zwei Meisterschaften sowie den DFB-Pokal. Das große Ziel des Südamerikaners ist allerdings der Triumph in der Champions League. Im SEM-Jahr sieht Vidal große Chancen für Münchner. Der Moment ist günstig, weil wir das Team dafür haben. Nicht nur 11 Spieler, sondern 20 auf höchstem Niveau, so der 30-Jährige im Interview mit dem Kicker und ergänzt, mit SEM Club Champions League zu gewinnen. Dafür bin ich hergekommen, den größten Vorteil des deutschen Rekordmeisters im Wettkampf mit den europäischen Top-Teams vor der Saison zum Teil mit astronomischen Summen auf dem Transfermarkt um sich schmissen, sieht Vidal darin, dass man in München einen anderen Weg geht. Die Leute hier im Verein leisten sehr gute Arbeit und wissen genau, für welche Position sie einen Spieler kaufen müssen. Deshalb brauchen sie nicht so viel Geld auszugeben, lobt Vidal. Andere Clubs mussten hingegen neue Stars kaufen, um das Niveau von Bayern München zu erreichen und ernsthaft um Champions League mitspielen zu können. Vidal, das Geschäftssinne als härteste Konkurrenten im Rennen um den begehrten Henkelpott, sieht Vidal den FC Barcelona, Manchester City, den FC Liverpool und Real Madrid, das den Bayern in der Vorsaison einen schmerzhaften Vidal-K.O. im Viertelfinale versetzte. Die Wichtigkeit des Wettbewerbs untermauert auch Herangehensweise an das nach dem klaren 5:0-Erfolg im Hinspiel sportlich scheinbar belanglose Champions-League-Gastspiel beim Istanbuler Spitzenklub besiegt hat. Es gehe angesichts der großen Konkurrenz und Klasse im Kader mindestens darum, seinen Anspruch auf einen Platz im Team zu untermauern, so Vidal, der klarstellt, dass Geschäftssinne, selbiges Ziele für Bundesliga, in der Bayern einsam ihre Kreise ziehen. Mehr Spannung würde der Liga natürlich gut tun, gibt der Routinier allerdings zu. Der laue Kampf um Meisterschale ist für Vidal jedoch auch ein Vorteil. In der Liga könne man Spieler und Varianten ausprobieren und dadurch jeden körperlich in so einer Verfassung halten, dass er bei 100% ist, so der Rechtsfuß. Diese Physis des Kaders werden wir für wichtigen Spiele brauchen. Es wäre schön, wenn Heynckes bleibt, weiterhin äußerte sich Vidal über Bayern-Coach Jupp Heynckes, der dem Verein im Sommer wohl wieder den Rücken kehren wird. Er hat mich schon in Leverkusen geformt, als ich noch ein super junger Spieler war. Durch ihn hat sich unsere Leverkusener Mannschaft enorm verbessert, lobt der Nationalspieler den Routinier und hofft auf einen Verbleib. Es wäre schön, wenn er bleiben würde. Er hätte auf jeden Fall das Zeug dazu, noch viele Jahre unser Trainer zu sein. Das hängt aber von ihm ab, es ist alleine seine Entscheidung. Seine persönliche Zukunft sieht Vidal, Vertrag bis 2019, gelassen. Ob ich bleibe oder verlängere, hängt von den Leuten hier im Club ab, erklärt Vidal. Bayern ist genau das, was ich will und brauche, vorerst zähle jedoch nur der Gewinn von Titeln. Ich möchte zeigen, wer ich bin und ich möchte damit meine Spuren im Fußball hinterlassen. Von SEM-Ziel schreckt Vidal auch Konkurrenz im eigenen Team nicht ab. Man muss erst einmal abwarten, ob, wie und wo er dann spielt, beurteilt der Ex-Leverkusener Schlagzeilen. Mit der Verpflichtung von Leon Goretzka im Sommer sei sein Platz in Gefahr. Vidal selbst will dem europäischen Fußball noch lange erhalten bleiben. Bis 36 oder 37 hofft er, sein Geld in Europa wehren zu können, ehe er eine Rückkehr zu seinem Heimatclub Colo-Colo in Betracht zieht. Zudem sei WM 2022 ein großes Ziel.